Guten Morgen, Freunde freier Geodaten und freier Geosoftware. Wir hatten in der Eröffnungsveranstaltung uns schon beschäftigt mit den Behörden in Deutschland und der Zusammenarbeit mit der freien Community. Auch in dem Vortrag hier geht es jetzt wieder um die Behörden und zwar, wie es derzeit aussieht mit der Freistellung der Daten, die von denen erhoben werden. Ich bitte um einen Applaus für Andreas Krumtink. Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich habe mich gestern auch sehr gefreut über den Vortrag. Dachte, das passt eigentlich sehr gut. Das ist ein tolles Beispiel da aus dem Regionalverband Ruhr. Nicht ganz leicht übertragbar auf alle anderen Länder oder auf alle anderen Regionalverbände oder Regionen, die ja dann häufig, nehmen wir mal die Metropolregion Hamburg oder die Metropolregion Rhein-Neckar, die schon allein mit der Herausforderung zu kämpfen haben, dass sie, wenn sie sowas machen wollen würden, über Ländergrenzen hinweg kooperieren müssten. Und dann prallen halt auch Länder wie Niedersachsen und Hamburg mit und ohne Informationsfreiheitsgesetz oder gesetzlicher Grundlage für Open Data aufeinander. Und das macht die Sache dann nicht leichter. Nichtsdestotrotz fand ich das toll, das Beispiel. Und das hat, glaube ich, auch gezeigt, was für Potenziale eigentlich hinter der Öffnung von Datenbeständen der Verwaltung auch stecken, wie dann nämlich auch eine Community, wie dann nämlich auch offene Plattformen davon profitieren können und ganz so planlos war das da ja auch nicht. Ich möchte jetzt ganz kurz den Hintergrund, wie bin ich eigentlich auf die Idee gekommen, mir das mal anzugucken, was die Geoportale der Länder so machen. Warum habe ich das gemacht, wo war so die Motivation, darauf eingehen. Als nächstes dann ganz kurz zur Methodik, was für Prüfkategorien habe ich da erstellt, wo habe ich die her und dann ganz kurz die Ergebnisse präsentieren und ein paar Vorschläge machen, was man da vielleicht zukünftig besser machen kann. Ja, zur Idee. Wir hatten das eben schon auch als Beispiel für offene Daten, wo die dann ganz wichtig sein und wo man die dann nutzen könnte. Stichwort Smart City. Ich habe mich da von der anderen Seite genähert. Hier mal ein Bild aus einem Smart City Projekt von Microsoft in Singapur aus dem Jahr 2016. Das ist nur stellvertretend für alle anderen oder ganz viele andere Smart City Projekte auf der ganzen Welt zu sehen, auch in Deutschland. Das sind meistens irgendwie so eine tollen bunten Bilder, da ist irgendwie eine Stadt drauf und dann gibt es da ein paar schöne Symbole und dann gibt es so die verschiedenen Kategorien, Nachhaltigkeit, Effizienz, die Menschen sind immer mit dabei, Sicherheit auch ganz häufig. Aber was all diese Schaubilder, all diese Smart City Konzepte irgendwie gemein haben, wenn man sie sich genauer anschaut, dann sind immer ganz, ganz viele Daten dabei, die eigentlich von der Erhebung und dann auch von der ersten Qualifizierung und Verarbeitung kommunale Daten sind, die also der Stadt oder der Gemeinde gehören. Das fängt an bei den viel zitierten und für alle möglichen Pilotprojekte herangezogenen Lichtmasten in den Städten. Das geht dann natürlich weiter über die Daten aus dem Verkehrsverbund oder die Mobilitätsdaten aus der Stadt. Warum drücke ich eigentlich immer zweimal? Dann geht es weiter über die Daten der öffentlichen Unternehmen, beispielsweise Wasserversorgung, Energieversorgung. Dann geht es natürlich auch, hier haben wir wieder die älteren Leute. Altenheime sind auch meistens noch in öffentlicher Hand oder häufig. Und natürlich auch die Daten aus dem Bereich der Sicherheit. All das sind irgendwie Daten, die von der Kommune erhoben werden, die von der Kommune weiterverarbeitet werden und die dann im Smart City Konzept auch zur Steuerung der Kommune eingesetzt werden. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, was machen wir mit den Daten? Jetzt sind die einmal erhoben, sollen die dann nur für diesen einen Zweck, für den sie mal erhoben wurden, verwendet werden? Natürlich nicht. Wir machen auch offene Daten daraus und wollen sie auch weiterverwenden.
Aber was können wir dann mit diesen Daten eigentlich machen und wie werden sie idealerweise weiterverwendet? Schaut man sich dann diese Smart City Projekte an, gibt es auch ungefähr, also gerade in Deutschland gibt's zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Entweder die Kommune oder die große Stadt sucht sich irgendeinen internationalen Konzern. In Hamburg ist das Cisco beispielsweise, Gelsenkirchen, Duisburg sind mit Huawei am Start. Frankfurt am Main baut die IoT-Infrastruktur aktuell mit Vodafone auf. Andere Beispiele aus Dortmund, aus Berlin, aus München, da werden dann lokale Netzwerke und Partnerschaften etabliert, wo dann mit Unternehmen, Wissenschaft, Forschung, aber auch Akteuren aus der Zivilgesellschaft versucht wird, ein Smart City-Konzept zu erstellen. Die Frage ist, an der Stelle, jetzt muss ich mal auf die nächste Folie gucken, genau. Die Frage ist an der Stelle, wer mit den Daten bzw. wie die Lösung für diese smarte Stadt erarbeitet werden. Will man mittel- bis langfristig immer in das Regal von einem internationalen Konzern greifen? Da bestehen dann ganz schnell, besteht relativ schnell die Gefahr von ja, Lock-in-Effekten oder von langfristig dann auch Abhängigkeiten, oder möchte man eben tatsächlich versuchen, die Zivilgesellschaft, die Akteure in der Stadt zu aktivieren und mit denen gemeinsam dann langfristig Lösungen zu erarbeiten. Ich persönlich finde den zweiten Weg ein bisschen besser und geeignet dafür sind alle offenen Daten, natürlich nicht nur der Städte und Gemeinden, sondern auch der Länder oder der Geoportale. Das heißt, grundsätzlich, nee, ich mache einfach mal hier weiter. Die EU geht natürlich auch schon in die Richtung, die Strategie Digital Single Market, die PSI-Richtlinie gehört dazu. Anfang des Jahres haben sich der Rat, das Parlament und die Kommission auch auf eine überarbeitete Version geeinigt. Die muss jetzt halt noch entsprechend durch den Gesetzgebungsgang, bis sie dann erlassen werden kann. Die sieht dynamische APIs vor, dass also auch Echtzeitdaten dann abgegeben werden können. Die möchte die Nutzbarkeit auch für kleine und mittlere Unternehmen dieser Daten, der offenen Daten der Verwaltung erhöhen. Dann gibt es auch in Deutschland schon, hier seit 2012, vom Bund Überlegungen, Open Government Data. Man möchte also mit Daten, das ist so ein Indiz dafür, man möchte mit Daten mehr tun, als sie nur zu veröffentlichen. Ich sage mal so ein bisschen so fire and forget. Oder man macht noch was mit diesen Daten. Aktiviert damit irgendwelche Potenziale, die möglicherweise irgendwo schlummern, und darauf zielt eben auch dieses Prinzip Open Government ab, was dann über die Bausteine Transparenz, Partizipation, Kollaboration eben tatsächlich auch lokal Gemeinschaften schaffen möchte, die sich dann mit den offenen Daten beschäftigen, die zur Verfügung stehen. Es gibt auch vom IT-Planungsrat seit einigen Jahren schon entsprechend eine Steuerungsgruppe Open Government, die auch in diese Richtung geht. Es gibt einen ersten nationalen Aktionsplan aus der Open Government Partnership, der ja Deutschland dann Ende 2017 auch beigetreten ist, wo das Ganze ein bisschen konkreter wird und auch schon teilweise in Maßnahmen und erste Projekte umgemünzt wird. Es gibt Open-Data-Strategien der Länder, hier mal eine etwas frühere aus Berlin, man kennt wahrscheinlich der ein oder andere oder die meisten auch schon. Ich glaube, von der TSB ist auch jemand her, der heute noch vorträgt, der ist da vielleicht deutlich besser geeignet, was dazu zu sagen als ich. Dann gibt es relativ umfassende Open-Data-Strategien, die Open-Data und Open-Strategien, die auch Open-Government Bestandteile mit beinhalten, wie die Strategie in NRW, muss man jetzt dazu sagen, also aus meiner Sicht, NRW macht da vieles ganz gut und ganz richtig, weil die an vielen Schrauben schon stellen. Wir haben also in Deutschland und in der EU die Richtung erkannt. Es gibt ganz viele Stellen, die sagen, ja, so müsste man das machen, so müsste man mit den Daten umgehen. Wir haben natürlich, hier sollten gar nicht drei zu sehen, zwei schon zu sehen sein. Im Hintergrund ist Beispiel D-Statis, kennt wahrscheinlich auch jeder, statistische Daten, gibt es schon ganz lange als Portal dort abrufbar.
hier ist die Reihenfolge leider ein bisschen durcheinander. Das hier ist ein Open Data Portal aus München, relativ jung, da sind noch nicht allzu viele Datensätze. Beispiel für ein kommunales Datenportal. Und das zweite, da wo oben Klein Geoportal NRW steht, ist jetzt wieder ein Beispiel dann für ein Landesportal. Und wir haben natürlich mit GovData auch ein Portal in Deutschland, was versucht, all das zusammenzufassen. Das heißt, wir haben natürlich noch nicht flächendeckend, aber wir haben gute Ansätze für offene Daten beim Bund, beim Land, bei den Kommunen. Und wir haben auch ein paar Strategien und ein paar Überlegungen, was man mit den Daten alles machen könnte, außer sie zum Selbstzweck zu veröffentlichen. Was fehlt ein bisschen, habe ich mich dann gefragt, okay, wir haben tatsächlich noch keine Informationen darüber, wie offene Daten der Verwaltung eigentlich Nutzen stiften. Also da gibt es hier und da gibt's ein paar Projekte, ein paar Stellen, wo man sagen kann, Mensch, das sieht ganz gut aus. Aber da tatsächlich einen Nutzen gemessen zu haben, da ist, also falls jemand da was hat, würde ich mich freuen. Ich habe noch nichts gefunden, noch nichts gesehen, noch keine Evaluierung. Und wir haben aber auch noch keine tatsächliche Untersuchung, oder es hat auch noch keiner mal nachgeschaut, wie tatsächlich Open Data Projekte umgesetzt werden. Sind das dann immer diese Open Data Selbstzweck, Fire and Forget Umsetzung, oder versucht man tatsächlich auch über die offenen Daten dann mit der Gesellschaft, mit gesellschaftlichen Akteuren in Kontakt zu kommen, in Austausch zu kommen und gemeinsam mit denen die Stadtentwicklung, die Landesentwicklung weiterzubringen. Ja, das erste fand ich ein bisschen zu aufwendig. Das ist ziemlich schwierig und langwierig. Da bräuchte man so Projekte wie das gestern von Herrn Terwehn in der Keynote vorgestellte, was man dann mal über 1, 2, 3, 4 Jahre begleitet, fortlaufend evaluiert und dann den Nutzen misst. Beim zweiten dachte ich, okay, das könnte klappen. Das schaue ich mir mal an, habe mir dann natürlich die Geoportale der Länder gesucht, habe mir noch zwei Modelle gesucht, einmal ein Open Government Maturity Model for Social Media Based Public Engagement von Lee and Quark, kommt aus den USA, aus dem Jahr 2012, ist dort im Zuge der Open Government Initiative der ersten Obama-Administration seit 2009 dann mitentwickelt worden, und es beschreibt sehr schön, wie dann praktisch auf der Grundlage von Daten über die Bausteine Transparenz, Partizipation, Kollaboration auch ein gesellschaftlicher Mehrwert aus offenen Daten der Verwaltung entstehen kann. Und dann habe ich mir das Open Government Vorgehensmodell aus Wien genommen. Hat vielleicht der ein oder andere auch schon mal gehört, Wien ist ja was offene Daten, was smarte Stadt angeht, relativ vorne mit dabei auf der Welt, und Wien macht seit vielen Jahren das, was man aus Open Government Perspektive gut heißt. Sie arbeiten eng mit der Community zusammen, sie versuchen die Community zu vernetzen, erstmal zu bilden, zu vernetzen, zu pflegen. Sie bieten Plattformen für lokale Entwickler, die auf Grundlage von offenen Daten der Stadt irgendwelche Anwendungen oder Tools entwickelt haben. Das habe ich mal zusammengetan und habe daraus dann ein paar Prüfkategorien entwickelt. Im Großen und Ganzen, hier nur mal ganz kurz, sind die Prüfkategorien, lassen sich in 5 Oberkategorien unterteilen. Einmal die Startbedingungen, da geht es dann ein bisschen um den Rechtsrahmen. Darf man dort überhaupt Open Data machen? Ne? Liegt ein Informationsfreiheitsgesetz vor, oder ist vielleicht Open Data dann wie in Sachsen im E-Government-Gesetz mit behandelt? Gibt es Social Media Guidelines? Also gibt es eine Idee, wie man dann irgendwie mit anderen Leuten außerhalb der Verwaltung auch zusammen kommunizieren möchte? Gibt es vielleicht Hackathons, Barcamps, so als Initial Events, um überhaupt Leute darauf aufmerksam zu machen? Gibt es Stakeholder-Dialoge, gibt es Plattformtreffen und so weiter? Zweite Kategorie, Transparenz, da werden dann die ganzen technischen Sachen abgebacken. Also ist Open Data dann auch wirklich Open Data? Gibt es anständige einen Datenkatalog? Gibt es Metadaten? Gibt es ein gutes Portal? Und so weiter und so fort. Die dritte Kategorie, da sind wir dann bei der Partizipation. Gibt es eine Social Media Strategie? Das heißt, hat sich nicht nur jemand Gedanken darüber gemacht, dass man vielleicht mit Leuten kommunizieren möchte, sondern dann auch wie, und macht man es auch? Gibt es Partizipationsprojekte, wo man schon anfängt mit potenziellen
potenziellen Partnern zusammenzuarbeiten und was für Partizipationsmöglichkeiten gibt es eigentlich. Und dann Kollaboration, die Zusammenarbeit, sind Tools im Einsatz, mit denen man zusammen an Projekten arbeitet. Wird aktiv nach Partnern gesucht? Was gibt es eigentlich für Kollaborationsprojekte? Nur Verwaltung untereinander oder Verwaltung und Zivilgesellschaft als gleichberechtigte Partner oder in eine der beiden Richtungen? Und die nächste Prüfkategorie, Nachhaltigkeit und Public Value, sind das alles nur Pilotprojekte oder wird da wirklich versucht, was zu verstetigen? Und versucht dann die Verwaltung aus den Impulsen, die sie vielleicht kriegt, auch über ihre Daten, auch über Methoden zur Datenerhebung, Qualifizierung und so weiter, das, was sie tut, besser zu machen. Ja, das Ganze gipfelte dann so, da muss jetzt auch keiner irgendwie was sehen, die ganze Erhebung war auch relativ quick and dirty. Ich hatte das mal am Beispiel von Sachsen an einem Tag durchgemacht und habe dann so hochgeschätzt, wie viel Zeit brauche ich für die anderen 15 Bundesländer, okay, 15 Tage, die habe ich mir dann genommen, habe dann am Ende gemerkt, okay, 15 Tage war zu wenig, 45 wäre vielleicht besser gewesen. Das ist auch eine kleine Einschränkung der, also bitte jetzt mich nicht darauf festnageln, dass das Feld rot ist und das Feld grün ist. Im Großen und Ganzen lässt sich die Datensammlung jetzt noch dafür nutzen, um Tendenzen abzulesen. Weil die Daten leider, also die Informationen, die ich gesucht habe, leider in keinem Bundesland wirklich gesammelt an einer Stelle vorliegen. Man muss sie sich an ganz vielen Sachen zusammensuchen, an ganz vielen Stellen zusammensuchen. Was kann man daraus aber sehen? Gut, man kann daraus sehen, insbesondere der zweite Bereich, wo wir hier in dem Feld Transparenz sind, wo es darum geht, wie werden offene Daten, Geodaten in dem Fall, der Geoportale eigentlich zur Verfügung gestellt. Da sieht die Sache schon ganz gut aus. Das Ganze, also Bewertung, Datenöffnung erfolgt schon weitestgehend strukturiert. Das Ganze liegt natürlich auch an der Inspire-Richtlinie, die da schon seit einigen Jahren einen recht engen Zeitplan vorgibt und vorsieht, an dem sich dann eigentlich die meisten Länder auch entlang hangeln. Und kann man in dem Fall dann nur sagen, das war eigentlich von der Richtung her bewertet eine gute Sache. Aber was sieht man daneben? Gut, es gibt kaum strukturierte und begleitende Maßnahmen. Das waren die beiden großen Felder oder die drei großen roten Felder rechts in der Übersicht eben. Die Zusammenarbeit, wenn sie denn erfolgt, zumeist auf lokal und sehr begrenzter Ebene. Da war das Beispiel gestern, Regionalverband Ruhr, der hat ungefähr 5 Millionen Einwohner. Der war schon ein Beispiel für eine etwas größere regionale Ebene, ansonsten ja gestern auch schon genannt von Herrn Terwehn die Beispiele Bielefeld, Rostock, wo auch lokal S-Communities gibt, die mit der Verwaltung und mit Geodaten der Verwaltung arbeiten und wo der Transfer in beide Richtungen stattfindet. Es gibt auch andere Beispiele, Technologiestiftung Berlin, die seit diesem Jahr, meine ich, Geodaten-Workshops, jetzt weiß ich nicht, ob derjenige, der hält heute auch noch einen Vortrag, schon hier ist, da die Technologiestiftung, jetzt vielleicht unterhalten wir uns dann nachher nochmal drüber, es gibt Geodaten-Workshops, die am Landesamt für Statistik Berlin-Brandenburg durchgeführt werden und wo Mitarbeiter anderer Verwaltungen befähigt werden auf Grundlage oder mithilfe von QGIS, dann mit den offenen Geodaten der Stadt eigene GIS zu erstellen. Ist das so richtig? Okay, oh, gut. Ja, aber grundsätzlich sind das Einzelbeispiele. Da findet in keinem Land irgendwie strukturiert eine Herangehensweise statt. Es gibt auch keine strukturierte, koordinierte Nutzung offener Daten in der Verwaltung. Das habe ich gerade schon auch mit gesagt, glaube ich. Und es gibt auch keine strukturierte oder koordinierte Aktivierung der Zivilgesellschaft. Auch da wieder, ne, wenn, dann erfolgt die Zusammenarbeit noch lokal. NRW ist da ein bisschen eine Ausnahme. Da gibt es relativ viele Veranstaltungen, auch in einer bestimmten zeitlichen Abfolge, also nicht nur als Pilotprojekte, sondern auch angedacht als längerfristige Dialoge und Austausche.
Ja, was kann man eigentlich machen, was so als Vorschläge meinerseits, ich sage, vielleicht sollte man anfangen, auch aus der Verwaltung heraus Zivilgesellschaft als gestaltende Akteure anzuerkennen und einzubinden. Da hatte der Herr Terwehen gestern ja auch das schöne Beispiel, was so die großen Vorbehalte beim FC Alkes eigentlich sind. Dann könnte man vielleicht auch die Verwaltung zielorientiert weiterentwickeln. Das heißt, innerhalb der Verwaltung auch grundsätzlich mit offenen Daten zusammenarbeiten. Das heißt, wenn ein Landesamt Daten von einem anderen Landesamt braucht und es gibt die als offene Daten, dann sollte es eigentlich völlig normal sein, dass das Landesamt da nicht mehr über den Dienstweg irgendwelche Daten anfragt, sondern halt die offenen Daten des Landesamtes nutzt. Aber dafür muss es eben auch offene Daten geben. Weiterentwicklung des Lizenzregimes, Datenlizenz Deutschland, vielleicht ist das auch eine Idee. Das ist ja in den Ländern relativ gut angenommen worden, die DLDE 2.0, ob nun mit oder ohne Namensnennung. Aber vielleicht ist ja hier im Sinne von, wir wollen auch lokal tatsächlich Initiativen stärken und wir wollen so eine Art, ja, also der Community, die Gedanke aus der OSM, wir wollen ihn vielleicht auch für Daten der Verwaltung, dass man bestimmte Daten vielleicht auch mit einer Share-Alike-Klausel versieht und natürlich Setzung offener Standards und Schnittstellen innerhalb der Verwaltung beziehungsweise im Geflecht der 16 Bundesländer, des Bundes und der über 10.000 Gemeinden, die wir in Deutschland haben, ist das, glaube ich, dann langfristig für den Austausch von Daten zwischen den Verwaltungen auch unheimlich wichtig. Und vielleicht fängt ja die Verwaltung auch mal an, sich auf Open-Source-Lösungen zu fokussieren. Da ist vielleicht auch das Masterportal aus Hamburg ein gutes Beispiel, dass nicht jedes Land oder jede Kommune wieder anfängt, sich eigene Gedanken zu machen. Und damit bin ich auch schon am Ende. So, gibt es Fragen? Vielleicht eine Anmerkung. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass ja Verwaltungen über Steuermitteln bezahlt werden. Und es gibt ja auch diese Initiative Public Money, Public Code. Vielleicht kann man das in die Vorschläge noch mit einbauen und mal direkt darauf hinwirken, den Verwaltungen zu sagen, hört mal zu, ihr werdet bezahlt von der Bevölkerung, also bitte gebt eure Daten auch frei. Ja, also möchte ich mich, also kann man, gibt es natürlich auch ein paar Gegenargumente, die ich jetzt weniger teile, deswegen will ich sie nicht unbedingt vorbringen. Kann man so machen, ja. Weitere Fragen? Alles klar, alle Daten offengelegt. Hört man mich? Ja. Ich selber bin öffentliche Verwaltung. Wir stellen auch ein paar Datensätze zur Verfügung, kriegen aber von keinem User irgendwie irgendwann mal ein Feedback. Also wenn ich als Provider nicht weiß, was die Kundschaft haben möchte oder was ihr nicht passt, dann muss sie das Leben oder das nehmen, von dem ich glaube, dass es richtig ist. Und wo wir vielleicht auch noch den Spagat machen müssen, wir dürfen ja nicht so ganz alleine kreativ machen, was wir wollen. Es gibt zum Beispiel für Alkes ein ADV-Konzept, welche Daten in welchem Format wie für Open Data aufbereitet werden sollten. Ich persönlich finde das Format auch nicht wirklich klasse, aber wenn die Anwender nicht nörgeln, dann haben sie das verdient, was wir bereitstellen. Das ist eine harte Aussage, ja. Jetzt die Frage, wie sehen denn Ihre Feedback-Kanäle aus? Also fragen Sie Ihre Anwender auch nach Feedback und mehr als ein Button Feedback-Fragezeichen und dann öffnet sich ein Fenster. Konkret haben wir bei jedem Datensatz zwar einen Ansprechpartner stehen, ein Feedback-Dialog gibt es nicht. Ich meine, wir werten im Prinzip zwar die Zugriffe auf unser Open-Data-Portal aus, aber unser Spitzendatenreitersatz hat, also dieser Open-Data-Satz, hat einen Zugriff von, glaube ich, 30 Stück in 6 Monaten. Das bedeutet ja nichts. Wenn wir im Prinzip 30 Anwender haben, die die Daten regelmäßig verwenden, dann sind wir ja King. Aber wir kriegen kein Feedback. Also ich wüsste jetzt auch nicht, egal was ich da jetzt einbaue, es muss ja trotzdem irgendeiner was Schlaues dazu sagen.
Also in dem Zusammenhang würde ich Ihnen vielleicht tatsächlich meinen Blick in das Open Government Vorgehensmodell aus Wien empfehlen. Die haben nämlich genau, also das liegt mittlerweile in der dritten Version vor. Die haben über mehrere Jahre hinweg da gerade auch, was diese Punkte angeht, Erfahrung gesammelt und haben die auch ein bisschen in das Entwicklungsmodell mit eingebaut. Vielleicht gibt es da noch ein paar gute Anregungen. Wie man dann eine Community oder eine Gemeinschaft oder die Anwender, die lokal vor Ort da sind und möglicherweise die Daten regelmäßig runterladen oder aktualisieren und nutzen, dann auch mal zusammenbekommt und an einen Tisch bekommt. Vielleicht nur kurz eine Anmerkung von wegen dem Feedback. Wir sind auch eine öffentliche Verwaltung, stellen auch Sachen bereit. Wir haben dasselbe Problem. Ich habe es ganz einfach gelöst, jetzt mal vor einem halben Jahr. Ich habe das alles abgeschaltet und geguckt, wer meckert. Und damit kriegt man relativ schnell raus, wer denn eigentlich die Sachen nutzt. Das sind auch zum Beispiel Immobilienmakler, von denen kriegt man natürlich nie eine Rückmeldung, aber die melden sich, sobald es nicht mehr läuft. War das denn hilfreich? Ja, war interessant. Okay. Ganz kurz auch zu Thema Feedback. Ich finde, dass da sollten auch die Verwaltungen sich ein bisschen mehr Mühe geben, weil ich finde, es reicht einfach nicht, einen Ansprechpartner dafür zu nennen, weil viele Datennutzer sind nicht daran gewöhnt, dass die Verwaltung wirklich darauf reagiert, wenn man eine Mail schreibt und wirklich hilfreich sind. Also klar, aus der Verwaltung sieht man das anders. Denkt man, natürlich bin ich hilfreich, natürlich bin ich bereit, auf Fragen anzugehen oder sowas. Aber für viele Menschen haben die schon genug schlechte Erfahrungen damit, mit der Verwaltung, dass die irgendwas angemerkt hatten und trotzdem nichts passiert ist. Da glaube ich, die Verwaltung da ein bisschen proaktiver herangehen muss und sagen nicht nur, wir haben einen Ansprechpartner für diese Daten, sondern wir wünschen uns Feedback von euch. Wir würden gern was dazu hören, wenn ihr Probleme habt. Also ich glaube, das muss man ziemlich deutlich sagen, weil für viele Menschen ist das nicht eine normale Sache, dass die Verwaltung wirklich sich darum kümmert. Also das ist ja, glaube ich, gestern auch sehr deutlich geworden in der Keynote, die Vorbehalte von beiden Seiten gegeneinander. Die eine Seite, die sagt, hier bin ich doch, frag mich doch, wir können miteinander arbeiten. Die dann aber vielleicht über die Art und Weise oder über die Qualität oder über den Ton der Fragestellung ein wenig verwundert oder verärgert ist. Und die andere Seite, die sagt, boah, jetzt soll ich die Verwaltung fragen oder einen Vorschlag machen, dann erzählen die mir wieder. Und da kommen dann vielleicht die negativen Erfahrungen, die der ein oder andere da schon gemacht hat. Dann erzählen die mir wieder auf 3 DIN A4 Seiten, warum das nicht geht. Ich will aber wissen, wie es geht und nicht, warum es nicht geht. Und dafür dienen dann eben Plattformtreffen, dafür dient dann eben der gezielte persönliche Austausch, wo man einfach mal zusammenkommen muss und dann ja in der Regel relativ schnell feststellt, dass man doch eine sehr ähnliche Sprache spricht. Okay, vielen Dank für die spannende Diskussion und nochmal Dankeschön an Andreas für den Vortrag.